Hallo zusammen. Torhüter zu sein ist eine harte Arbeit. Vor allem ist es sehr schwierig, das Tor gegen Spieler wie Cristiano Ronaldo oder Neymar zu verteidigen. Aber einige Spieler haben es schwer, wenn sie auf große Fußballlegenden wie Manuel Neuer und Ter Stegen treffen, die eine legendäre Glanzparade machen. Im heutigen Video werden wir über die Rettungen sprechen, die die Welt schockierten. Doch zunächst noch eine kleine Erinnerung. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch einfach jetzt. Und wenn du mehr Videos sehen willst, dann aktivier die Benachrichtigungsglocke. Außerdem, wenn dir unsere Videos gefallen, vergiss nicht, dein Like dazulassen. Beginnen wir unser Video mit dem amerikanischen Torhüter Tim Howard. Neben seinen tollen Paraden ist Howard vor allem durch sein Eigentor im Jahr 2012 in Erinnerung geblieben. So traf der Everton-Torhüter Tim Howard mit einem Schuss aus dem eigenen Tor das Netz. Auch diese ehrfürchtige Rettung des amerikanischen Torhüters Howard hat ihren Weg in die Fußballgeschichte gefunden. Obwohl er in Führung lag, rettete Howard, der nach hinten ging, um den Ball im richtigen Moment abzufangen, seine Mannschaft mit dem entscheidenden Moment. 2. Die Zeit der Skorpionrettung ging in die Fußballliteratur ein. Die Skorpionrettung des kolumbianischen Torhüters René Higuita während des Englandspiels 1995 ist noch immer in Erinnerung. René machte diese furchtlose Bewegung, die viele Torhüter für zu riskant hielten. 3. Der spanische Torhüter David De Gea ist wohl einer der erfolgreichsten und talentiertesten Torhüter der letzten Zeit. Als Wächter der Burg von Manchester United sorgte David De Gea mit seinen Paraden immer wieder für frischen Wind im englischen Fußball. Einer der denkwürdigsten Paraden des Star-Torhüters ist der Schuss, den du gerade gesehen hast. 4. Es ist Zeit für die legendäre Rettung des ehemaligen französischen Fußballspielers Gregory Coupet, der vor 19 Jahren, die auch nach zwei legendären Rettungen in Folge gegen Barcelona, durch den legendären Torhüter von Lyon, Gregory Coupet, nicht vergessen lässt. Coupet, der erst mit dem Kopf lebenswichtig gerettet hat und dann mit seinen starken Reflexen wieder zu einem Riesen in der Burg wurde. 5. Es ist Zeit für eine Rettung, wie du sagen würdest. Der britische Torhüter Jordan Archer ist fast ein Riese in seiner Burg. Trotz des Vorsprungs hatte der Torwart, der mit seiner Erfahrung und seinem Talent das Tor verhindern konnte, verdient, bis zum Ende in unserem Video zu sein. 6. Im Spiel Urquiza Deportivo Morón, das in Argentinien ausgetragen wurde, machte Matias Cano, der Torhüter der Heimmannschaft, eine unvergessliche Rettung für eine sehr lange Zeit. Deportivo Morón besiegte seine Gegner mit einem einzigen Tor in einem harten, umkämpften Spiel, während die Rettung von Matias Cano, dem Torhüter der Heimmannschaft, markiert wurde. Hier ist seine fantastische Rettung per Foulrückzieher. 7. Wir kommen nicht umhin, den spanischen Torhüter Casillas in unserem Video zu erwähnen, in dem wir über die legendärsten Torhüter sprechen. Dies ist einer von Casillas denkwürdigsten Rettungen, der in seiner ganzen Karriere unzählige spektakuläre Saves gemacht hatte. Der Star-Torhüter ist fast ein Riese im Schloss von Real Madrid geworden. Casillas schaffte es, diesen hundertprozentigen Schuss des niederländischen Starspielers Robben zu verhindern. 8. Der Brasilianer Rogério Ceni ist der erste und einzige Torhüter, der 100 Tore mit einem Elfmeter und einem Freistoß erzielt hatte. Während seiner gesamten Fußballkarriere erzielte er insgesamt 131 Tore. Ceni, der 2008 die meisten Tore erzielte, indem er Torhüter José Luis Chilivert schlug, verteidigte das brasilianische Tor bei zwei Weltmeisterschaften. Diesen Schuss von Gerrard parierte der legendäre Torhüter aus genau 90 Metern und machte damit eine der Paraden, die die Welt schockierten. 9. Der peruanische Torhüter Angelo Campos machte eine wundersame Rettung während des Spiels Peru gegen Uruguay. In der 84. Spielminute ließ Campos, der bei einer 3:2-Führung Uruguays sein Tor verließ, den uruguayanischen Stürmer Bueno vor dem leeren Tor stehen. Der Torwart, der nach dem Schuss von Bueno auf das Tor zulief, konnte den Ball mit einem Wurf noch vor dem Überqueren der Linie retten. 10.
Der deutsche Torhüter Manuel Neuer gilt mit seinen Paraden als der Beste der letzten Zeit. Nun, nachdem Sie die erstaunlichen Rettungen gesehen haben, werdet ihr mir zustimmen, dass Neuer einer der Allerbesten ist. Glaubt ihr also, dass Neuer der beste Torhüter der letzten Zeit sein könnte? Belgien gegen Brasilien standen sich im Viertelfinalespiel der WM 2018 in Russland gegenüber. Obwohl Belgien in der Partie keinen effektiven Fußball zeigen konnte, war es die Mannschaft, die in die nächste Runde einzog. Belgiens taktische Aufstellung und die gute Form des Torhüters Thibaut Courtois führten Belgien zu ihrem Sieg. Er glänzte mit 9 Paraden gegen Brasilien. Hier sind die legendären Paraden des Star-Torhüters. Eine weitere prominente Rettung unter den Torhütern, die ihren Teams mit ihren Paraden Leben einhauchen, gehört dem britischen Torhüter Jordan Pickford. In der 90. Minute des Spiels zwischen England und Kolumbien rettete Pickford den Nachschuss von Matheus Uribe mit der gleichen Schönheit und wehrte den Ball ab. Wir setzen unser Video mit der schockierten Rettung des argentinischen Torwarts Franco Armani fort. Nationaltorhüter Franco Armani hat seiner Mannschaft mit seinen aufeinanderfolgenden Paraden das Leben gerettet. Werfen wir einen genaueren Blick auf die legendären Rettungen von Armani, der zu einem Giganten in der Festung wurde. 14. Elfmeterschießen ist eine der schwierigsten Positionen für den Torhüter. Der brasilianische Torwart Victor Leonardo Baggi hat beim Fußballspielen einen Elfmeter Wunder vollbracht. Diese Rettung des erfolgreichen Torhüters ist auch nach Jahren nicht in Vergessenheit geraten. 15. Schließlich hat diese Rettung des deutschen Torwarts Ter Stegen viele Fragen aufgeworfen. Für die einen konnte Schweiß das Tor nicht verhindern, für andere war es die legendärste Rettung. Was denkt ihr also? Dieser Save, bei dem der Torwart in der Luft schwebt, ist noch immer in Erinnerung geblieben, oder? Wir sind am Ende unseres Videos angelangt. Welcher der in unserem Video erwähnten legendären Paraden hat dir am meisten gefallen? Und wer ist der beste Torhüter deiner Meinung? Schreib mir deine Antwort in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen willst, dann gib dem Video einen Daumen hoch, empfehle es deinen Freunden und abonniere unseren Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.